Wetter. Ja, wie man sieht, sieht man eigentlich nichts, weil nur Wolken. Und dann könnte man also auch anstatt der 4 Grad und Regen Schleswig-Holstein. Ja, das ist heute ein bisschen ein Problem. Mein Kollege ist gestern bei Rot über die Ampel hier in Hamburg. Der Polizeipräsident hatte Fototermin vereinbart. Und deswegen ganz Niedersachsen, da habe ich das Gefühl, die Menschen sind wieder besonders sensibel. Man kann unser neuer Moderator in der ARD, der Goldenen Eins. Und über diese und andere Aufgaben werden wir gleich ausführlich plaudern. Zunächst, wäre das eine Reise für dich? Ja, falls ein Einhorn gebraucht wird, ich stelle mich gern zur Verfügung. Hast du denn ein Verhältnis zu Pferden? Ein sehr gestörtes, ja. Also genau wie ich. Du hast Angst vor den Pferden? Ich habe, ja, und das ist ja das Irre an den Pferden. Ist dir alles schon passiert? Das mir passiert, ja. Ingo, man kennt dich aus der ARD-Sendung Jetzt oder Nie. Das merkt, weil der Zuschauer will ja keinen konzentrierten Moderator, der irgendwie die... Haben Sie gewusst, dass die Mülltonne von Ingo Dubinsky zu groß ist? Hat er gerade erzählt. Ja, habe ich gerade, weil das hilft ja. Vielleicht hilft ja auch das, dass ich eine kleinere Mülltonne... Ist auch kein Dreck zu Hause. Ja, also, wenn Pflegeländer, desto besser verstecken die sich. Sie denken jetzt vielleicht, das ist Gaga, was wir machen, darüber zu reden. Aber schön, hoffentlich macht es keiner und hört nicht auf dich. Du bist so ein glaubwürdiger Moderator. Ja, aber meine Tochter, die ist 4 Jahre, die hat eine ganz neue Methode entdeckt mit dem Müll, der landet im Boden. Die sind gewaschen. Die sehen nagelneu aus. Hast du jetzt extra für die Sendung morgen gekauft oder für heute? Es sind Hamburger Puschen, habe ich hier in Hamburg, habe ich in Schlendern, habe ich gedacht, kriegst du in Hamburg, bekommt man schöne Schuhe. Oder? Ja, stimmt. Ja, sie fallen mir ins Auge. Sonst das Second Hand, die hat vorher schon... Jetzt eine Methode, auf die einige beharrlich schwören, nämlich Lasern statt Lifting. Christine Bauer hat sich... Hast du einen Unterschied gesehen? Frage. Nein, unbedingt nicht. Und deine Freundin durfte es auch nicht machen? Weißt du, was dir jetzt bevorsteht? Ich hätte gern die Haube gesteigert. Ja, kannst du im Juni. Ski hat jetzt Platz genommen an einem schönen alten Schülerpult. Du hast eine Sendung, die heißt Supergrips. Was machst du da? Ich habe Schüler ausgefragt. Genau. Und ich frage jetzt einen Schüler aus. Ich habe hier Fragen. Allerdings, ich muss gleich beantworten, kannst, denn ehrt es dich nur, weil wir können sie nämlich alle nicht beantworten. Also, Ingo, erste Frage. Bratwurst leitet sich vom altdeutschen Wort Brät, Brat, Brät ab. Das heißt, weiches, kleingehacktes Fleisch. Wir nehmen